Hallo zusammen. Die meisten von euch wissen ja, dass ich ziemlich häufig mit meinen Hunden im Gelände unterwegs bin. Egal ob beim Dummy-Training oder irgendwo auf Tour. Bisher ist immer alles ziemlich glatt gelaufen. Zum Glück. Aber wenn es mal nicht so glatt läuft, bin ich ziemlich froh, dass ich ein Erste-Hilfe-Set dabei habe. Mein Erste-Hilfe-Set besteht im Prinzip aus zwei Dingen. Das erste ist mein Know-how und das zweite ist mein Material. Zum Know-how kann ich euch nichts sagen, aber es gibt genügend Erste-Hilfe-Kurse, sowohl für den Menschen als auch für den Hund. Für den Hund schaut einfach mal in die Hundeschulen rein. Die bieten ziemlich häufig Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit den Tierärzten, wo ihr ziemlich viel lernen könnt, wie ihr euren Hund erste-hilfemäßig gut versorgen könnt, falls was passiert. Zum Material, da gibt es auch genügend Dinge im Internet, die ihr da finden könnt. Aber heute möchte ich euch einfach mal mein persönliches Erste-Hilfe-Paket vorstellen, was ich mit habe, wo ich der Meinung bin, das brauche ich für mich und meinen Hund, damit wir im Gelände, falls was passiert, gut versorgt sind. Und wenn man nicht gerade irgendwo tief im Gelände steht oder ziemlich weit unterwegs ist, dann reicht in vielen Fällen auch ein etwas kleineres Paket aus. Dafür habe ich mir natürlich auch ein kleineres Erste-Hilfe-Set zusammengestellt. Erste-Hilfe-Sets findet man ja für den Menschen oder auch für den Hund, aber nie für beide zusammen. Daher habe ich mein eigenes Erste-Hilfe-Set zusammengestellt. Als Behälter habe ich mich für eine Tasche von 511 Tactical entschieden. Diese ist groß genug, diese ist stabil, ist ebenfalls wasserdicht vom Material und bietet mir auch die Möglichkeit, diese Tasche außen an meinen taktischen Rucksäcken über das Molle-System zu befestigen. Und natürlich auch sehr robust. Hier kann man wirklich dran reißen und kann dran ziehen, ohne dass es der Tasche irgendwas ausmacht. Innen, wie man sieht, riesig viel Platz für alles, was ich tatsächlich benötige. Auf dieser Seite hier befinden sich alles Dinge, die ich für offene Wunden und Blutungen benötige. Es beginnt mit Handschuhen, die man eigentlich immer mit dabei haben sollte. Dann einige Heftflasche in verschiedenen Größen und natürlich auch Desinfektionstücher. Des Weiteren Wattepads, um auch Wunden abdecken zu können. Was man so kennt, das übliche Mullbinden und Kompressen in ausreichender Anzahl, um auch etwas größere Wunden gut abdecken zu können. Dann ganz speziell für den Hund zwischen den Pfoten, um einen guten Pfotenverband machen zu können, Watte. Und ebenfalls speziell für den Hund, natürlich auch für den Menschen gut zu gebrauchen, aber gerade beim Hund sehr, sehr einfach in der Handhabung, dieses selbsthaftende, ja, wie sagt man dazu, dieses selbsthaftende Band, was man einfach dann um die Hundepfoten oder um andere verletzte Stellen herumwickeln kann. Trotzdem natürlich noch ein paar Klebepflaster. Hier auf dieser Seite befindet sich der zweite Teil von meinem Erste-Hilfe-Set inklusive einiger Arzneien und Hygieneprodukte. Zum einen hätte ich hier eine Schlaufe, um den Hund den Fang zuzubinden. Denn selbst bei seinem eigenen Hund kann man davon ausgehen, dass er nach einem schnappen wird, wenn er verletzt ist und ziemliche Schmerzen hat. Hier habe ich ein Pflegeprodukt mit dabei, und zwar ein Anti-Mücken-Spray. Das habe ich eigentlich nur umgefüllt, weil es hier in diesem kleinen Spraybehälter besser aufgehoben ist. Drin ist Ballistol. Damit habe ich persönlich die besten Erfahrungen gemacht. Ebenfalls ein Pflegeprodukt ist das hier. Das gibt einem die Möglichkeit, draußen im Feld sich die Hände zu waschen, auch wenn man kein Wasser zur Verfügung hat. Dann etwas für den etwas längeren Aufenthalt draußen, nämlich Kopfschmerz- und Magentabletten. Hier noch ein Kamm, um dem Hund auch Fremdkörper aus dem Fell nehmen zu können. Genauso wie diese Zeckenzange hier. Bei dieser Zeckenzange finde ich besonders gut, dass man die auf zwei Arten bedienen kann. Zum einen auf diese Art und zum anderen auf diese Art, so wenn man die auf den Moment bedienen möchte. Dazu noch eine Pinzette. Von den Kunststoffpinzetten halte ich persönlich gar nichts, weil die schlicht und ergreifend unbrauchbar sind. Deswegen habe ich darauf geachtet, hier eine Metallpinzette zu erhalten.
Hier haben wir auch noch zwei etwas größere Kompressen, um Wunden abzudecken. Hier sind auch noch zwei Pflegetücher gegen Mücken. Die kann man sogar bei Hunden anbringen. Sollen angeblich auch Zecken auf den Moment abhalten. Dazu noch ein Reinigungstuch und eine Rettungsdecke, die man ja in jedem Falle immer ganz gut verwenden kann, ob für den Hund oder für den Menschen. So, diese zwei Dinge sind ganz speziell, die ich mir eingepackt habe, weil für mich persönlich ist der Super-GAU der Fall, dass ein Hund eine Magendrehung hat. Hier habe ich eine Spritze mit einer Hohlnadel, die mir die Möglichkeit gibt, den Hund so erst zu versorgen, dass ich genügend Zeit habe, ihn tatsächlich noch aus dem Gelände herauszubringen und zum nächsten Tierarzt zu befördern. Das würde ich an eurer Stelle aber ganz genau mit eurem Tierarzt absprechen, wie das funktioniert und ob ihr dazu in der Lage seid, das auch durchzuführen, denn das ist nicht ganz ohne, hier kann man sehr viel falsch machen. Mein kleines Erste-Hilfe-Set habe ich reduziert auf die absolut notwendigsten Erste-Hilfe-Artikel. Die sind alle untergebracht in dieser Tasche von Tasmanian Tiger. Auch diese hier hat hinten das Befestigungssystem für Molle, sodass ich auch diese Tasche hier sehr gut an taktische Rucksäcke oder Taschen anbringen kann von außen. Reduziert heißt, wir haben hier nur die absolut notwendigsten Artikel, bietet aber zusammen mit der kleinen Tasche die Möglichkeit, dieses Erste-Hilfe-Set tatsächlich immer mitzuhaben. Auch hier eine Schnur, um den Hund im Falle einer Verletzung das Maul zuzubinden. Hier haben wir Watte, einen selbsthaftenden Verband, Plastikhandschuhe, einige Wattepads, eine Kompresse, selbstverständlich auch eine Rettungsdecke, Heftpflaster und Kopfschmerz-Magentabletten und natürlich Klebeband und speziell für den Hund eine Zeckenzange. Und solltet ihr euch vielleicht wundern, dass gar keine Schere oder ähnliches in meinen Erste-Hilfe-Sets dabei war, dann liegt das schlicht und ergreifend daran, dass ich eigentlich immer mindestens ein Messer am Mann habe. Hier zum Beispiel ein Taschenmesser von der Firma Victorinox. Es gibt aber auch verschiedene andere Hersteller. Es gibt auch Leatherman mit einem Multifunktionswerkzeug. Nützlich sind die Teile auf jeden Fall. Und wenn ihr mit dem Hund draußen unterwegs seid, solltet ihr euch vielleicht wirklich angewöhnen, sowas immer mit am Mann zu haben. Leider scheint es ja derzeit groß im Mode zu sein, Giftköder für unsere Hunde auszulegen. Und viele von euch werden sich sicherlich fragen, was gibt es da an Erste Hilfe für meinen Hund? Im Internet findet man eigentlich hauptsächlich zwei Dinge dazu. Zum einen ist das Salz, um den Hund zum Erbrechen zu bringen. Zum anderen sind es Kohletabletten, um zu versuchen, die Giftstoffe zu binden. Warum ich von beiden nichts in meinen Erste-Hilfe-Sets habe, das erkläre ich euch jetzt. Eine Möglichkeit, seinem Hund Erste Hilfe zu bieten nach einer Vergiftung, ist Salz. Salz soll den Hund dazu bringen, das Gift wieder zu erbrechen. Das Problem ist ganz einfach, wie hoch ist die Dosierung und schadet es nicht dem Hund? Tatsache ist, zu viel Salz kann dem Hund schaden und kann den Kreislauf ziemlich stören oder zumindest ziemlich schwächen. Das Problem bei einer Vergiftung ist, dass der Hund bereits vergiftet ist und der Kreislauf wahrscheinlich schon ziemlich gestört ist. Zweites Problem ist es ein Giftköder, der auch noch zusätzlich neben Gift auch noch scharfe Gegenstände mit dabei hatte. Dann könnte es auch sein, dass Magenschleimhäute oder ähnliches mit angeritzt sind und das Salz noch schneller in den Hundekörper gelangt. Was man dann erreicht, ist dann weniger ein Erbrechen, sondern dass der Hund sich zweimal vergiftet. Einmal mit dem Giftköder als solches und dann mit dem Salz. Deswegen halte ich von Salz zunächst mal persönlich gar nichts. Die zweite Möglichkeit, seinem Hund bei einer Vergiftung Erste Hilfe zu bieten, sind solche Kohletabletten hier. Die Idee hinter solchen Kohletabletten ist, dass diese im Körper des Hundes die Giftstoffe aufnehmen und binden, sodass diese nicht in den Kreislauf vom Hund gelangen können. Grundsätzlich eine sehr schöne Idee, leider komplett unpraktikabel. Denn es gibt eine Faustformel, die besagt, dass man pro Kilogramm Gewicht vom Hund ungefähr 1 Gramm von dieser Kohle zuführen müsste, damit das Ganze auch wirklich so funktioniert.
Wenn man jetzt aber bedenkt, dass in einer von diesen Tabletten gerade einmal 250 Milligramm enthalten sind, man also für 1 Gramm, das heißt letzten Endes 1 Kilogramm Körpergewicht des Hundes, 4 Tabletten benötigt, dann kann man sich ja schon ausrechnen, welche Menge man seinem Hund zuführen müsste. Bei meinem großen Rüden von 40 Kilo roundabout wären das mal eben 160 Tabletten. Und wenn der Kreislauf von so einem Hund ohnehin schon geschwächt ist, dann ist diese Menge zuzuführen ein Ding der Unmöglichkeit. Ich hoffe, meine Vorstellung von dem, was ich so an Erste Hilfe mitnehme für meinen Hund und für mich, hat euch ein bisschen was weitergeholfen. Jeder packt natürlich seine persönliche Liste, aber vielleicht sind noch ein paar Dinge dabei gewesen, wo er sagt, Mensch, das hat mir ziemlich weitergeholfen. Vielleicht habe ich ja auch noch irgendwo eine Lücke. Das heißt, wenn jemand einen Tipp für mich hat, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare reinschreiben, genauso wie irgendwelche anderen Fragen und Anmerkungen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß im Gelände und natürlich immer Gesundheit und keinen Unfall für euch und natürlich für euren Hund. Bis dann, euer Dummywerfer.